Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sahen gerade ein Bild oder eigentlich eine Simulation von der Aufnahme von einem schwarzen Loch. Und diese schwarzen Löcher, das fasziniert mich. Mich fasziniert sowieso Astronomie, beschäftige mich gerne mit, habe auch ein Teleskop zu Hause. Die schwarzen Löcher sind etwas von den Rätseln des Universums, die bisher wahrscheinlich noch am schwersten zu erforschen sind und vielleicht auch bisher am wenigsten erforscht wurden, obwohl man ja in den letzten Jahren schon große Fortschritte gemacht hat. Das Faszinierende an diesen, an diesen Systemen, muss man ja sagen, ist ja, dass sie alles anziehen. Sie ziehen Masse an, Materie, aber sie ziehen auch das Licht an. Also alles, was in die Nähe eines schwarzen Loches kommt, wird quasi wie in einem riesigen kosmischen Staubsauger eingesogen. Selbst das Licht wird aufgenommen und verschwindet dann in diesem riesigen schwarzen Loch, wie es heißt. Das Ganze nennt man dann Singularität, wo das dann drin verschwindet. Und das, wo das anfängt, darin zu verschwinden, Ereignishorizont, egal, das sind Details, wo Wissenschaftler wahrscheinlich mich jetzt noch korrigieren würden, die sich damit nur befassen. Mir geht es um etwas anderes. Wir befinden uns zurzeit in einer Situation, wo wir sagen könnten, ja, wird es denn überhaupt mal wieder besser? Verschwindet Corona denn überhaupt einmal? Und es gibt schon Leute, die sagen, wir teilen schon unsere Zeit so ein, dass es eine Zeit vor Corona gab, dass es eine Zeit während Corona gibt und es auch eine Zeit nach Corona geben wird. Wie auch immer ist es tatsächlich so, dass man ja schon jetzt so davon redet, wie ist das jetzt in der Corona-Pandemie, wie wird es sein, wenn wir dann da raus sind, wenn wir dann von nach Corona reden. So ähnlich wie wir von nach dem Krieg reden, wenn ich an meine Eltern denke oder an viele andere, die mir erzählt haben über den Krieg oder über das, was sie erlebt haben oder wie sie auf der Flucht waren, auch kurz nach dem Krieg, da reden die immer davon nach dem Krieg, die Zeit nach dem Krieg. Und bei nach dem Krieg weiß jeder, dass nicht der 30-jährige Krieg gemeint ist, sondern der Zweite Weltkrieg. Also, es ist und bleibt eine schwierige Zeit, gerade jetzt, wo die Zahl der Neuinfektionen wieder hochgehen, wo wir auch hier im Landkreis Aurich keineswegs mehr auf einer Art Insel der Glückseligen sind. Trotzdem glaube ich daran, dass Gott uns darin trägt und dass er einen Weg mit uns geht, der gut für uns ist. Das hört sich jetzt absurd an oder wie ironisch. Nein, es ist wirklich so. Ich glaube daran, dass Gott mit uns einen Weg vorhat und auf einem Weg weitergehen wird, den er weiß und der gut für uns ist und wo das Licht bei ihm geborgen gut aufgehoben ist, wo das Licht sich bei ihm sammelt. Bei Gott gibt es nicht so etwas, was wir Finsternis nennen oder Dunkel. Bei Gott gibt es natürlich, kennt er das Leid durch Jesus, aber es gibt das Licht und er ist das Licht. Und dieses Licht Gottes, das übersteigt alles, all unser Vorstellungsvermögen, unsere Horizonte und es wird von einem schwarzen Loch auch nicht aufgesogen. Denn Gott ist das Licht, von dem alles ausgeht. Auch das im Universum, was stärker ist als das sichtbare Licht. Er ist das Licht und kein Dunkel ist in ihm. Und das möge uns doch Mut geben, das möge uns doch hoffnungsvoll machen, dass es weitergeht, auch in dieser schwierigen Zeit jetzt, dass dieses Licht uns umgibt und uns immer wärmt und trägt und es immer einen Weg gibt zu diesem Licht hin. Das ist etwas, was mir Mut macht, wo ich Hoffnung raus schöpfe und wo ich, auch wenn ich manchmal Zweifel habe und nicht weiß, ja, wie geht denn das jetzt hier alles weiter und wird alles komplizierter mit den ganzen Vorkehrungen,
mit den Geboten abstandsmäßig und so weiter und so fort. Was wird es, wenn man plötzlich selber vielleicht von Corona betroffen wäre? Niemand ist ja davor gefeit. Gott ist unser Licht und diesem Licht folgen wir und darauf können wir vertrauen. Im Psalm 139 gibt es ja diesen spannenden Psalm, der darüber redet, wie alles von Gott gewusst wird, wie Gott uns von allen Seiten umgibt. Und dann gibt es diesen Vers, wo es heißt, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und dann geht das noch weiter, das ist ja dieser ganz bekannte Vers. Spreche ich, Finsternis, dann wäre auch Finsternis nicht Licht bei, wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Wäre Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag, denn Finsternis ist wie das Licht. Das ist das, was Gott uns zusagt. Das ist das, worauf wir vertrauen dürfen im Leben, im Sterben und im Leben danach. Bleiben Sie behütet, alles Gute, Gottes Licht umgebe Sie.